So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir spielen heute eine Runde Gun Club VR. Ja, da geht's ein bisschen um die Ballerei. So, Autocalibrate einmal, danke. Ist das Autocalibrate? Gut. Meinen persönlichen nehmen wir nicht. Wir machen einen neuen mit Profile. Blups. Keine Sorge, es hat immer irgendwie so gespackt. So, ich hoffe, man hört mich auch anständig. Das ist ein wichtiger Punkt gerade. Legen wir los. Ich hoffe, ich habe. Hoffentlich kommen jetzt. Hoffentlich kommen jetzt die ganzen Tutorials wieder nicht. Gut, die kann man ja recht zügig durchklicken. So. Da haben wir die Knifte. Wenn wir jetzt schießen würden, passiert nichts. Wir müssen die erstmal laden. Geiler Scheiß, oder? Okay. Stage clear. Das war perfekt. Oh, vorbei. Okay, ihr seht, worum es geht. Wir sind auf einer Shooting Range und stehen ziemlich nah an diesem Tisch. Aber ist nicht schön. So, ja, bla 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 bla. Okay, wir müssen erstmal in den Store. Ja, nur um das mal klarzustellen, wir standen gerade da und sind jetzt hier rüber geportet. So. Nicht erschrecken, zwischendurch kommen hier so Zombies auf Pappscheiben. Komm, lass mich zufrieden. So, erste Knifte können wir uns aussuchen. Wir haben 9000. Die kostet 675. Die Desert Eagle ist aber nicht so mein Stil. Oder die G17. Ich glaube, die hatte ich in dem anderen Spielstand. Da ist zum Beispiel so ein Zombie. So, dann nehme ich diesmal die M9. Okay, nehmen wir die doch mal. Später können wir unfassbar viel mehr kaufen. Aber ja, für den Moment. Da oben war weg, habe ich gar nicht in Erinnerung gehabt. Für den Moment reicht die aus dem Tutorial gerade. Runtergefallen. Egal, klein noch mehr. Oh, riesiger Monsterkürbis. Wo soll's denn da jemand? Ah, das ist ein Wischblöde so. Das krass ist auch, es ist auch super realistisch. Also wenn ich jetzt hier. Ups. Da sieht man richtig, wie die Kugel halt auch mit in den Lauf genommen wird. Ne? Ist schon abgefahren. So, okay. Gehen wir zum Warehouse und starten unser erstes Shooting. 3, 2, 1. Ist jetzt durchgeladen? Ich hab schon. Ups, daneben. Stage clear. Nachladen fürs nächste Mal schon direkt. Und gesichert an die Brust, wie es sich gehört. Platinum-Bonus. Cash abgeräumt. Zack, schon mehr Kohle als gerade. Ding, 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 ding. Kann man die fangen? Nee, leider nicht. Schade. Okay. So, meine Freunde. Genau da wollte ich jetzt auch hin, zu den Upgrades. Dankeschön. Ich brauche die auch mal kurz. Die hat dummerweise überhaupt keinen Aufbau. Ja. Blöd. Das heißt, wir brauchen erstmal was Essentielles. Zack, bei und spawn. Dann taucht das hier auf. Da wird sich klein. Zack. So.
Und jetzt haben wir diesen Aufbau hier. Ich weiß nicht, ob der mit Sekundenkleber festgemacht ist oder so. Und jetzt brauchen wir. Ne, wir gehen noch nicht zurück. Jetzt brauchen wir das hier. So, spawn das bitte. Danke. Schwupp. Und einmal hier dran. Ja. Mach das da dran. Macht er das nicht? Passt das nicht oder was? Das wäre jetzt aber. Ja, geht doch. So. Das lässt sich dann nämlich deutlich. Wunderbar. Gesichert. An die Brust. Und zurück. Zurück zum Warehouse. Pistol. Hatten wir das schon? Ne, das hatten wir noch nicht, ne? Ups. Stage clear. Okay, zack. Tutorial sind absent. So, zumindest dürfen wir jetzt in die Sandbox einmal rein. Die wird euch sehr gefallen. Ist das jetzt die Sandbox hier? Ja, die Sandbox. In der Sandbox können wir nämlich alles ausprobieren, was wir ausprobieren wollen. Zack. Ja, danke. Danke. Ein bisschen Porten können wir auch. Wo ist meine Knifte hin? Dürfte ich die nicht mit in die Sandbox nehmen? Wie dumm ist das denn? Komm mal dahin bitte. Manchmal ist es hier mit den Porten nicht so. Da hatte ich schon beim ersten Mal Sandbox betreten mit diesem Port Probleme. So, teleport by pushing up the analog stick, rotate the teleport to the indicate. Ja, habe ich doch. So. Nicht dahinter, sondern da dran. Oder nicht? Das war schon beim ersten Mal so nervig. Irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Na, der Ball? Nix. Achso, das habe ich. Okay. Wir sind anscheinend im Raketenbunker. Da ist auch die Rakete oder der Sprengkopf so ein bisschen. So, jetzt kommen wir jetzt Porte hier rüber. Dieses Let's Play geht nur darum, wie man portet. Ich kann mal einen Schritt nach vorne gehen. Kann ich das so hingehen? Ist der? Nee, der Raum ist nicht auf dem Dach. Da haben wir es. Sehr gut. Okay. Ja, lass mich jetzt in den Raum. So. Da will ich hin. An die Workbench. Genauer gesagt, da. So. Und an der Workbench, ja, können wir mal weg. Schwinde. Aufdringlicher Major. So, an der Workbench können wir das nehmen und das. Und dann pullen wir das hier irgendwie dran. Wie ging das denn nochmal? So ging das. Kommen wir gleich mal mit Zielen. Bla. Jetzt passt das. Jetzt können wir uns hier die Taschenlampe drauf machen. Dann sehen wir auch alles, worauf wir schießen. Okay. So. Ja, komm. Freie Auswahl. Okay. Wo haben wir sie denn? Ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden. Zack. Zack. Doch die hier hat so einen Kippschalter oben.
Und die hier nicht. Wo hat die denn die Sicherung? Oh, jetzt haben die beide keine Munition mehr. Mal kurz. Zack. So. Yeah, baby! Augenblick mal. Ups. Ist das eine automatische? Abgefahren. Das ist der Unterschied. Cool. So, die ist auch leer. Na, das macht was her, wa? So, was haben wir denn da noch? Wir haben hier einen riesigen Haufen Pistolen. Abgefahrene Scheiße, wie das hier oben zum Beispiel. Alten Shit wie das. Oder einfach eine moderne, normale Knifte. Ist das die von der Bundeswehr? Man kann sogar die Kugel sehen. Zieht's euch rein. Ein geiles Feedback. Ja, dann haben wir auch noch solche Sachen hier und ach komm, ihr wollt sie doch sehen, oder? So. Ups. Oh, ich habe gerade die Decke geschossen aus Versehen. So, wie reloadet man die nochmal? Ach ja. Und dann. Okay, ja, da haben wir so ein paar Pistols. Was haben wir noch? Kleine Machine Guns, Submachine Guns, Maschinenpistolen. Beispiel die legendäre P90. Die Belgier machen mehr coole Sachen als Waffeln und Schokolade. Oh. Was sind sie genau? Komisch mit der Munition, aber kompakt und geil. So, hier haben wir noch ganz viel anderen Shit, ne? Man sieht's halt. Und hier der Vektor, abgedrehtes Teil, Alter. Wie lädt man die denn durch? Da. Ups. Das ist so krass, dass an meinen Schläfen so ein Windzug entsteht. Also wieder durchladen. Drei Feuerstufen, das heißt Einzel. Oh, Burst Fire. Und Munition entladen. Okay. Zack, mal alles weg hier, muss man den Tisch aufräumen. Ja gut, wir haben auch alten Scheiß. Ne? Also es gibt gerade aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es auch noch mal hier so. Oh. Wo legt man die? Da. Ist jetzt geladen? Wow. Wo die Kugeln noch da rausfliegen. Alt, aber geil. Hier, oh, die habe ich beim Bund noch geschossen. Oh, eine Klapper-Uzi. Okay, so, das war die Sandbox. Wir gucken uns noch mal ein paar Knarren hier an.
Welche hatte ich denn? Die fand ich ganz geil. Die ist relativ günstig, die kann man sehr schön upgraden. Hier legendär auch. Hier 36. Auch beim Bund geschossen. Kann man tatsächlich auch umklappen, den Schaft. Das ist mega geil, ohne Scheiß. Sieht natürlich nicht aus wie das. Ups, wie die Variante beim Bund. Ja, los. Zack. Ja. Nee, was machst du denn hier? Das ist. Kennt er jetzt? Hä? Geht aber nicht richtig zu jetzt. So. Und ach komm, fick dich doch. Verzieht keinen Millimeter. Ja, dann haben wir noch eine Farmers und ein paar andere. Hier. Eine Kolov-Kolosch. Die verzieht schon deutlich eher. Paar Schrotflinten. Welche hatte ich mir denn geholt? Ich glaube, die hatte ich mir geholt. Die auch aussieht wie so eine Art G36. Nicht auf mich selbst richten. Nein. Die ist krass. Sniper Rifles gibt es ja auch so ein paar. Ups, nee, wir sind noch bei den Schrotflinten. Entschuldigung. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Hat er sich gerade verabschiedet? Warten, warten. Das ist ja ärgerlich jetzt. Aber wieso? Was passiert? Na gut. Dann ist die Folge für den Moment erstmal zu Ende und wir spielen gleich weiter. Ich muss mal kurz gucken, was hier passiert ist. Ich habe 2 Stunden gespielt, ohne Probleme. Schauen wir gleich mal. Ich sage danke fürs Zusehen und hoffentlich guckt ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. Und ich sage schon mal Tschüss, bis später.